Hallo, mein Name ist Katharina Weber und heute sind wir wieder hier bei uns auf unserem Milchviehbetrieb. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir den Kälbern Ohrmarken anziehen. Das ist besonders wichtig, denn jedes Kalb und später natürlich auch jede Kuh hat eine Ohrmarke bzw. zwei und diese sind wie der Ausweis einer Kuh. Hier haben wir jetzt die Ohrmarken für unser Kälbchen. Das Kalb wurde gestern geboren und hier sieht man nun eine lange fortlaufende Nummer. Das DE steht dabei dafür, dass das Kalb aus Deutschland stammt. 07 steht für Rheinland-Pfalz und die restlichen Zahlen sind die individuellen Zahlen dieses Kalbes. Das heißt, keine andere Kuh und kein anderes Kalb in ganz Europa hat so eine Nummer. Das Ganze kann man auch anhand von diesem Barcode scannen. Wenn das Kalb oder die Kuh die Ohrmarke nämlich im Ohr hat, kann man so ganz schnell alle Daten vom Tier erfahren. Wir schreiben jetzt zusätzlich zu den Zahlencodes noch unsere eigenen Daten auf die Ohrmarken. Dabei fangen wir damit an, ein großes W oben auf die Ohrmarke zu schreiben, damit wir sofort erkennen können, dass das Kalb zum Hause Weber gehört. Außerdem steht immer das Geburtsdatum drauf. Gestern war der 5.1.21 und natürlich die Nummer der Mutter des Kalbes, in dem Fall 710. Außerdem bekommt jedes Kalb bei uns einen Namen. Dieses Kalb ist ein Mädchen, deswegen wird es ein weiblicher Name. Die Mutter, die 710, heißt Velvet, deswegen muss auch der Name des Kälbchens mit einem V beginnen. In dem Fall haben wir uns gedacht, es wäre schön, das Kälbchen nach der aktuellen Milchkönigin zu benennen, nämlich Vivian. Das schreiben wir nun auch hier hin. Dahinter noch schnell das Geburtsdatum, damit man das auch von allen Seiten lesen kann. Wir haben außerdem noch eine kleine Stanze. Wenn man nämlich die Ohrmarken durch das Ohr des Kalbes sticht, wird eine kleine Probe vom Ohr mitgenommen. Diese Probe schickt man an das Landesuntersuchungsamt nach Koblenz und dort wird auf verschiedene Erreger verschiedener Tierseuchen untersucht, sodass man sofort Bescheid weiß, ob es dem Kalb gut geht oder ob es eine Krankheit hat, die anzeigepflichtig ist. Hier haben wir nun die Ohrmarken. Ich habe sie auseinander gemacht. Es sind immer zwei Paare. Um die Ohrmarken zu stechen, kann man sich das vorstellen, wie wenn man sich Ohrringe stechen lässt. Man setzt die Ohrmarken also in die Zange ein. Dabei muss man nun darauf achten, wenn man die Ohrmarken dem Kalb anzieht, dass dieser Knubbel im Ohr drinnen sitzt. Dadurch ist es einfacher, dass die Ohrmarke im Ohr auch bleibt und das Kalb sie nicht später verliert, wenn es vielleicht durch eine Hecke läuft. Außerdem muss man am Ohr schauen, dass man keine Ader oder Ähnliches verletzt, sondern schön in die Ohrmuschel sticht. Hier haben wir jetzt die Ohrstanze aus dem Ohr von Vivian. Diese Stanze ist wirklich sehr klein und wird nun auf direktem Wege per Post nach Koblenz geschickt. Und hier sind kleine Kügelchen drin, die dafür sorgen sollen, dass das Stückchen Haut, was darin ist, nicht in irgendeiner Art und Weise verdirbt und untersucht werden kann. Vivian ist nun wieder in ihrem Ställchen. Sie hat beide Ohrmarken an. Genauso fit und munter wie vorher. Und nun weiß auch jeder, der sie sieht, dass es Vivian ist. Ihre Daten sind auch nun alle im Computer, sodass wir jederzeit wissen, wo sich Vivian aufhält, was sie tut. Und wenn sie krank ist, dann kann man das auch dort nachschauen. Man sieht dort, dass man die Ohrmarken im Ohr zwischen den beiden Adern, die dort verlaufen, ansetzt, sodass das Kälbchen wirklich nichts davon merkt, außer einen kurzen Pieks, genauso wie wenn wir uns Ohrringe stechen lassen.